Und es kostet halt auch alles sehr viel Zeit und Mühe und Fachkraft, das alles hinzubekommen. Du hast das Forschungsfenster freigeschaltet. Okay, ich würde gerne. Zum Freischalten der Forschung stehen verschiedene Wissensgebiete in Form von Büchern zur Verfügung. Hexenwerk! Achte auf deine Bücher, denn wenn sie zerstört oder gestohlen werden, kann so lange keine neue Forschung freigeschaltet werden, bis die zuvor zugewiesene Menge erreicht wurde. Oh, krass. Bücher, Chronik, Lehrbuch, These werden an Forschungstischen produziert. Oh Gott, okay. Wir haben 25 Chroniken. Eine einfache Geschichten und Fakten niedergeschrieben auf Haut. 25. Ja. Freischalten. Ich würde sehr schnell, sehr gerne zur Landwirtschaft gehen. Wir haben 25, wir bräuchten für Architektur die 15 und für Landwirtschaft nochmal 15. Wir müssen jetzt also noch an 5 Chroniken rankommen. Oh, Produktion. Damit deine Siedler mit der Produktion beginnen können, wählst du einen Arbeitsplatz und fügst ein Produkt aus der Produktliste hinzu. Lege die Anzahl der Produkte fest, die dein Siedler herstellen soll. Tipp: Wähle für die Nahrungsmittelproduktion den Modus, bis Folgendes erreicht ist, damit deine Siedler so lange produzieren, wie sie Material haben und bis die nötige Menge erreicht wurde. Das ist super. Pause. Du produzierst bitte Chroniken, bis folgende Zahl erreicht ist. Du machst bitte bis immer 30 da sind. Ja. So. Du bist noch nicht fertig. Das Lagerfeuer. Produziert bis folgendes erreicht ist. Ich weiß nicht, wie viel Essen wir brauchen. Wir haben Zweige und ein einfaches Heilpaket. Das ist, ja. Nehmen wir mal 20. Du hast keine Klimaanlage, mach mal nicht zu viel. Ja, mit Essen? Ja, schon klar. Ja, wobei, Trockenfleisch und Sachen einlegen und so weiter, das wussten die damals alle schon, wie man das ordentlich macht. Soweit ist mein Survival-Zombie-Training dann auch schon. Das ist wichtiges Wissen, ne? Wir wissen doch alle. Zombie-Apokalypse kommt, da muss man vorbereitet sein. Und wissen, wie man Trockenfisch macht und die richtigen Kräuter und Pilze sammelt. War da nicht gerade eine Forschung für die Haltbarkeit von Lebensmitteln? Bestimmt. Aber ich möchte erstmal Richtung Farm gehen, damit die Farm jetzt schon möglichst früh anfangen, damit wir durchgehend die Sachen dann produzieren können. Verbieten, erlauben, Baubefehle. Ja, nee, das habe ich verstanden. Bau. Das habe ich auch verstanden. Und das mit dem Verbieten, ja, ist okay. Gut. Könntet ihr bitte irgendein Männerdorf überfallen und euch schwängern lassen? Wir brauchen Nachfolger. Oder wie funktioniert das hier? Gab's ja auch, ne? Also andersrum. Diese Amazonengeschichten basieren ja auch auf was. Ich glaube, wir brauchen mehr Stroh. Nee. Pilze sind gesammelt, aber nicht eingesammelt. Waffen ausrüsten? Naja, wie funktioniert das in RimWorld? Angreifen, verbannen, Ausrüstung. Ja, da ist eine Waffe. Also wir müssen jetzt dich nehmen, dahin klicken, Ausrüstung. Okay, wer war unsere Kämpferin? Meisterschütze, Nahkampf. Wehrscharf ist unsere Kämpferin. Wehrscharf nimmt denn bitte mal ein 3,6 SPS Schaden pro Sekunde. Und das hätten sie ruhig bei DPS lassen können. Dann nehmen wir hier das. Ausrüsten. Und Miss Shinta ist Meisterschützin. Die nimmt den. Oh, braucht mehr Fähigkeit. Okay.
Da wir haben keinen Speer nehmen. Das mit RimWorld bezog sich auf die, wie bekommst du Leute in RimWorld? Also die trudeln einfach rein oder man nimmt sie gefangen. Okay, gucken wir mal. Ihr seid am Essen. Wir haben noch nicht genug Bücher. Das Bücher herstellen dauert echt lange. Also kriegt sie wenigstens die Skillpunkte da drin, das ist okay. Und ich könnte mehr Aufgaben gerade verteilen, aber ich möchte eigentlich, dass die Sachen erstmal alle im Lagerding da sind. Das ist schon ordentlicher, hier alles abläuft. Da ist auch noch Rüstung. Und ein Schild. Ja, warte, Wehrscharf rüstet das Schild dann auch noch aus. Winterkleidung aus Leder, Leinen-Gambeson, das kannst du auch noch ausziehen. Anziehen. Das heißt, sie haben eine reguläre Kleidung und Rüstung darüber. Das findet sie irgendwie nicht toll, das tragen zu müssen. Tja. Aber wenn du überfallen wirst, dann wirst du es toll finden. Bären. Ernten. Ich glaube, ich mache mal allgemein so einen Erntenbefehl. Ist da irgendwas Erntbares? Das zählt jetzt verboten? Nee, nee, nee. Leben kannst du ruhig mitnehmen, ein bisschen. So. Ist das da rechts eine Truhe? Das da? Das sind Zweige. Ein Wolf. Ein Wolf kommt selten allein. Rotwild. Seit wann spielst du das Spiel? Seit einer halben Stunde. Wovon ich 20 Minuten lang die Hintergrundgeschichten vorgelesen habe und dergleichen. Und jetzt seit ein paar Minuten erst das eigentliche Spiel läuft. Kriege ich bitte den anderen Bogen? Ich fühle mich so wehrlos. Ich weiß nicht, ob du den Bogen nutzen kannst. Bei dem einen gab es eine Fehlermeldung. Den da vielleicht? Ah, okay. Also der lange Bogen braucht ein bisschen Übung. Das heißt, du kannst ihn mit dem Kurzbogen erstmal üben. Aber ich denke, da brauchen wir erstmal eine Zielscheibe oder sowas für. Ah, zwei Forschung fehlt noch. Oh, was haben wir hinten? Ah, nur mehr Pilze und Heu. Das ist okay. Bogenzielscheibe gleich Wolf? Nein, 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 nein. Wenn dann irgend hier, das sich nicht großartig wehrt. Das da zum Beispiel. Das ist kein Hirsch, ne? Ein Hirsch würde sich wehren. Spießt einen auf und dann ist vorbei. Aber das hier ist ein Weibchen. Ah, wobei. Ich markiere dich mal und guck, was passiert. Tätigkeiten, Miss Shinta, Jagen ist hervorgehoben, ja. Also wenn, sollte sie losziehen. Sprintet sie los mit ihrem Rock. Das wird nicht gut gehen. Aber wir müssen ja lernen, wie gemein das Spiel ist und wie schwierig die Sachen sind und so. Ne? Das Pathfinding scheint schon mal okay zu sein. Was eine schwierige Sache ist bei einem 3D-Spiel, also mit mehreren Ebenen. Wann schießt sie? Oder haust die jetzt mit dem Bogen? Haben wir Pfeile ausgerüstet? Es gibt keine Pfeile. Rennt weg. Du wirst nicht hinterhergelaufen kommen.
Normalerweise ist das Ziel ja, einen Treffer zu landen. Dann blutet das Tier und dann läuft man hinterher. Also, ne? Folgt in der Blutspur und das Tier blutet irgendwann aus. Idealerweise findet man es vor und tötet es dann, damit es halt nicht ganz so nee, ist. Oh. Nee, ist einfach nur doof. Das greift jetzt Miss Shinta an. Aber anscheinend will es einfach nur in den Bogen reinlaufen. Ich hoffe, du kriegst gut Skillpunkte dafür. Ja, bist grumpig, verständlich. Es wird dunkel und wirst von einem Tier verarscht. Wenigstens hast du keine begrenzten Pfeile. Was macht der Rest so lange? Wer scharf forscht. Und du bist am Ernten. Ja, ist okay. Verlassen die jetzt auch die Karte? Die versuchen gerade die Karte zu verlassen. Meisterschütze ist immer noch eins. Also es gab bisher nicht mal einen Skillpunkt. Dorfbewohner sind erschöpft. Dann sollen sie schlappen, was da passiert. Das kriegen wir eingestürzt. Du gehst jetzt echt nicht den Berg hoch, oder? Schlafmüde. Yee. Ist. Ist plötzlich glücklich geworden, weil du aufgegeben hast? Na gut. Vollplatsch fragt, verlernen die Dorfbewohner auch wieder Zeug? Das mochte ich an RimWorld nie. Na, es sollte recht langsam gewesen sein eigentlich. Weiß ich nicht. Also ich denke, wir sollten sie erstmal jetzt schlafen lassen, sonst kippt die Wand irgendwann hier in der Wildnis um und das ist nicht so gut. Das heißt, du gehst jetzt bitte da hinten nicht abreißen. Kann ich dich nicht zwingen zu schlafen? Willst du nicht schlafen gehen? Was ist da? Erstmal was trinken. Genau. Erstmal was saufen und dann schlafen gehen. Bist du die, die durchdreht, wenn sie was trinkt? Schläft. Okay. Punk. So, Zeit wird automatisch hochgestellt, ist okay. Schau dir doch die Stimmung an. Gibt es auch wie in RimWorld? Pause. Fertigkeiten, Attribute, Statistiken. Religiöse Aktivität ist niedrig. Wir müssten also einen Tempel bauen. Unterhaltung, Nahrung. Ja, Nahrung, weil du die ganze Zeit unterwegs warst beim Jagen. Ich denke, bei den anderen beiden wird es besser ausschauen. 0% religiöse Aktivitäten, hat auch keinen Bedarf dran. Also sie ist die Einzige, die nicht so drauf ist, ne? Ah, wobei. Benötigt Alkohol. Ach ja, diese Truppe. Aber ich denke, einen Schrein zu bauen ist keine so schlechte Idee. Können wir schon mal einen Auftrag geben? Diverses, nein. Eichenbrüder, ne? Einfach so ein Schrein an der anderen Seite vom Haus. So. Und wir müssen dafür ein bisschen Holz fällen. Also das hier bitte weg. Wenn die denn gleich aufwachen. Die sind alle grumpig, wahrscheinlich weil sie auf Heudinger da schlafen müssen. Aber das wird schon alles besser. Gibt es irgendwo eine Übersicht? Ah ja, hier. Johannisbeeren, Pilze, Eintopf 10, Kräuter, einfaches Heilpaket, Bier. Also ich denke mal, wir können sowohl die Beeren als auch die Pilze so essen. Mahlzeiten essbar. Ah. Eine Gesamtübersicht von allem Essbaren wäre ganz praktisch. Shinta sprintet wieder los, um zu jagen. Du gibst nicht auf, ne?
Willst du nicht vorher vielleicht lieber diesen kleinen Hippelhoppel? Achso, das bist kein Hippelhoppelhase, das bist du. Okay. Hier war irgendwo eine Hase. Was ist das denn da? Knochen. Kann mitgenommen werden. Warum sind hier überall Knochen? Ich glaube, dass. Also hier ist eine feindliche Siedlung direkt in der Nähe. Warum auch immer die jetzt hier gesiedelt haben. Ich sehe den Hasen übrigens nicht mehr. Also versucht sie jetzt weiter, den einen Hirsch zu erlegen. Friedhof? Fragezeichen. Ja, kann sein. Sind die Grenzen der Karte fest? Also der Spielkarte hier sieht so aus, ja. Man konnte aber vorher einstellen, wie groß die Karte ist. Ich habe es einfach so gelassen, wie es ist. Weil bei Dwarf Fortress zum Beispiel, wenn man die Karte zu groß macht, dann wird halt zu viel gleichzeitig berechnet. Das kann dann laggy werden. Und ja, aber auch bei so einem pixeligen Spiel wie Dwarf Fortress. Weil das dann einfach nur Berechnungen sind, tierisch viele, gerade mit Flüssigkeiten und dergleichen. Schrein wird gebaut. Zeltoros meint, derzeit gibt es nur eine Kartengröße. Ah, okay. Das heißt, es gibt die Optionen, aber die ändert noch nichts. Aber es kommt ja bestimmt bald. Also momentan sieht das super nach viel Platz aus. Aber ich denke, wenn man eine richtige Stadt später hat mit Dutzenden von Leuten, die noch alle ihre eigenen Häuser haben wollen, also dann in Vierergruppen oder was auch immer, und Wehranlagen und so, da müsste das schon einen Ticken größer sein. Aber jetzt für den ersten Einblick reicht es auf jeden Fall. So, ihr könnt da jetzt beten. Ja, sehr schön. Das sieht aber sehr heidnisch aus, muss ich sagen. Aber das sollte sie schon mal glücklicher machen. Dann haben wir jetzt genug für Landwirtschaft. Ja, freischalten. Gut. Trotzdem immer schön weiterforschen. Jetzt mit Gottes Segen den Hirsch erlegen. Halt, Hase. Jagen. Du. Priorisiere Hase. Da sollte ein Pfeil reichen. Der Pfeil ist größer als der Hase. Vielleicht ein bisschen näher rangehen vorher, wenn du nicht so gut treffen kannst. Mecker, Mecker, Mecker. Backseat-Jäger. Gibt es da schon einen Punkt? Nee. Also es könnte sein, dass es Punkte nur gibt, wenn man eine Sache erfolgreich durchführt, was natürlich doof ist gerade am Anfang. Ja. Ja, müssen wir abwarten. Ist die Forschung instant freigeschalten? Ja, okay. Das heißt, wir können jetzt Felder einlagern. Aber wie kriegen wir die Sachen dafür? Also wir haben ja keine Samen dabei, oder? Heu, Kräuter. Ich probiere es einfach mal. Da. Kohlfeld können wir bauen. Wie viel Kohl haben wir denn? Wir haben 6 Kohl dabei. Zweimal drei. Giru, schau doch mal direkt bei den Skills. Eventuell ist eine genauere Anzeige, wie viel Prozent von einem Punkt es gibt. Ja. Oh ja, sie ist fast voll. Gott. Wir können jetzt beobachten, wann sie die Erfahrungspunkte bekommt. Das war jetzt noch mit daneben und sie hat ein Level abbekommen. Also man muss nicht treffen, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Sehr gut.
da weiter. So müssen die Felder jetzt noch irgendwie. Wachstum jung, maximaler Ertrag in 5 Tagen. Und eine Jahreszeit war 12 Tage. Also kann man zweimal die anbauen und dann kommen die durch. Vielleicht bekommt sie aber mehr Exp, wenn sie trifft. Das wäre ein ideales System, finde ich. Naja, kommt drauf an, wie man es aufbaut. Es wäre sogar teilweise sogar besser, wenn man mehr Erfahrungspunkte bekommt, wenn man nicht trifft. Dann levelt man am Anfang schneller. Und gegen Ende her kurvt es immer mehr ab, weil man halt weniger verfehlt. Ach du. Also wenn irgendwann die Banditen kommen, haben wir auf jemanden, der schon gut gegen antackern kann. Das ist doch auch super. So, wie kriegen wir jetzt mehr Samen? Bisher sehe ich nur Heu und so Gedöns. Vielleicht kann das im Gras sein, die Samen. Oder muss es ja tauschen. Das könnte es auch noch geben. Eventuell schneiden statt ernten. Das da. Das Gras. Ja, mal gucken. Lololo. Ne, gab auch nur. Hast gleich eingesagt, ne? Heuer. Also es macht keinen Unterschied, ob wir ernten oder dingsen. Auch mal wieder in Twitch. Ja, jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. 20:30. Seit anderthalb Jahren. Also bis vor kurzem noch jeden Tag 20:30, aber jetzt seit einem Monat oder zwei nehme ich mir die Wochenenden frei. Der kommt irgendwie näher. Ein Ticken schneller. Warum zeigt er mir jetzt nochmal 6 an? Kann ich noch mehr bauen? Oh, da braucht man gar keine Samen. Flachsfeld. Rottenfeld. Scheinbar braucht man gar keine Samen. Kräuter. Johannisbeeren. Hohes Gras. Birke. Oh. Stopp. Bereich verkleinern. Ja, das macht es einfacher. Kann man den Boden noch irgendwie terraformen? Wunden von Siedlern müssen versorgt werden. Was? Nein! Okay, ist gleich tot. Meine Nahkampffähigkeit ist gestiegen. Verprügle ich den Hasen mit dem Bogen? Nee, irgendwie ist sie jetzt nach dem Hasen zu dem Tier übergegangen, also dem Reh übergegangen. Und läuft jetzt in einen Wolf rein. Aber der Wolf hat Schiss und haut ab. Ja, ist okay. Ist ja auch alleine. Nimmst du jetzt so ein Heilding? Poink. Hi. Fleisch produzieren. Für immer. Wer macht das? Dariam. Mischinta sprintet sofort wieder los. Du musst nicht durchgehend jagen, ne? Du kannst dich erstmal ausruhen. Aber ich habe scheinbar den Bogen verloren. Da steht rechts, Jäger fehlt Nahkampfwaffe. Nee, du hast eine Fernkampfwaffe, aber du hast keine Nahkampfwaffe, ja. Eigentlich sollten die auch nicht in Nahkampf gehen. Nur der Bogen scheint da zu sein, ist alles gut.
Wer Schaas Botanik steigt? Ich habe keinen Befehl gegeben, dich in. Oh Gott. Warum tut sie das gerade? Wer Schaf? Bitte. Kampf. Auf den da. Oh. Tut gar keiner. Und wer Schaf macht nichts. Hä? Du komm mal mit. Das geht auch nicht, ne? Sehr kurios. Also da war wohl ein Hase, der irgendwie noch. Also der Hase, den wir einmal getaggt haben, den hatte sie wohl kurzfristig aus den Augen verloren. Dann das Reh angegangen, das Rehding. Den hat sie dann gefaustet. Und jetzt ist der Hase wieder aufgetaucht. Der ist aber auch tot. Jetzt sollte sie nicht mehr von alleine losgehen, um zu jagen. Und das mit dem Wolf war nur ein Zufall. Es wundert mich nur gerade, dass der Kampfauftrag nicht gemacht wird von Wehrschaf. Okay, jetzt muss ich ja nicht mehr. Genau, erstmal wieder schlafen. Kommst du jetzt essen, Clown? Du Wolf, du? Guck, ob sich die Wunde entzündet. Und ob es das gibt. Ist es eigentlich geplant, dass Aurora 4X nochmal gemacht wird? Also momentan versuche ich die Anzahl meiner Projekte eher zu reduzieren, anstatt nochmal neue Sachen wieder aufzugreifen. Muss ich gucken. Also das Spiel an sich hat mir Spaß gemacht, war auch schön komplex. Aber ich habe halt keinen Grund gesehen, wirklich weiterzumachen. Weil das Einzige wären dann noch die Aliens gewesen, wenn die auftauchen. Aber es wirkte alles schon total überpowered und hochgegriffen und so. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Herausforderung gewesen wäre. Die Herausforderung wäre eigentlich nur gewesen, rauszufinden, wie man richtig die Raumschiffe ausrüstet und so weiter. Und ja, mir ging es eher immer darum, die Forschung richtig voranzutreiben und die Ressourcenmanagement und so weiter. Aber das war viel zu schnell, viel zu einfach. Und da wird gerade geheilt. Sehr gut. Gesundheit, geprellte Brust. Keine Schmerzen, nö, alles gut. Bekomme ich bitte ein Bärchenpflaster? Habt ihr eine Aura? Ja, hast gerade bekommen.